Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich bin der Gartenhorst und möchte euch in meiner Osiris-Videoreihe hilfreiches Wissen zu Strategien und Taktiken für den Spielmodus Truhe des Osiris vermitteln. Hierbei werde ich nicht nur aus der langen Erfahrung als Osiris-Teamleiter, sondern auch immer wieder auf Analysen von Osiris-Ligaspielen zurückgreifen. Ziel der Videoreihe ist es, euch das nötige Know-how zu vermitteln, dass auch ihr mit eurem Team die 10 bzw. 20 Siege in Folge schaffen könnt. In dem ersten Video werde ich kurz erläutern, was die Truhe des Osiris überhaupt ist und warum ihr den Spielmodus unbedingt spielen solltet. Auch die erfahreneren Spieler unter euch werden vielleicht das ein oder andere in diesem Video lernen. Wenn dem so ist, dann schreibt in den Kommentaren, was genau ihr bisher noch nicht gewusst habt und gebt dem Video ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und nun rein ins Video. Bei der Truhe des Osiris tretet ihr als Bündnis mit bis zu 40 Spielern, einschließlich der Ersatzspieler, gegen ein anderes Bündnis an. Das Spiel dauert eine Stunde und euer Ziel ist es in dieser Zeit, mehr Punkte generiert zu haben als eure Gegner. Punkte erhaltet ihr, indem ihr Gebäude besetzt, die Truhe des Osiris abgibt oder auch die Karawanen auf der Karte farmt. Alle Toten und Verletzte, die ihr euch bei diesem Spielmodus zufügt, sind nicht permanent. Sprich, sobald das Match beendet ist, habt ihr wieder dieselbe Anzahl an Truppen wie vor dem Match. Gehört euer Bündnis von der Bündnisenergie her zu den Top 20 Bündnissen in eurem Königreich, so könnt ihr an dem Goldschlachtfeld teilnehmen. Gehört euer Bündnis zu den Top 21 bis 100 in eurem Königreich, dann nehmt ihr am Silberschlachtfeld teil, welches etwas schlechtere Belohnungen bietet. Die Anmeldung für das Osiris findet alle 2 Wochen am Freitag statt und muss von dem R5 oder einem R4 mit Titel ausgeführt werden. Bei der Anmeldung hat jedes Team die Möglichkeit, 6 Fähigkeiten vor Beginn der Partie auszuwählen. Die Fähigkeiten verbrauchen Energie, die ihr während der Partie ansammelt. Einige dieser Fähigkeiten können spielentscheidend sein, nutzt sie daher weise. In späteren Videos werde ich auch nochmal genauer auf die Fähigkeiten und Gebäude eingehen, da dies ansonsten den Rahmen des ersten Videos sprengen würde. Damit ihr an der Truhe des Osiris teilnehmen könnt, muss euer Rathaus mindestens Level 16 sein und euer Bündnis sollte mindestens 10 Bündnisflaggen besitzen. Um das Schlachtfeld zu betreten, müsst ihr außerdem alle eure Märsche in eurer Stadt haben, es dürfen sich keine verwundeten Truppen im Hospital befinden und ihr solltet keinen Kriegsrausch haben. Sofern ihr das alles beachtet, könnt ihr dann auch an der Truhe des Osiris teilnehmen. Um die Frage zu beantworten, warum ihr Osiris spielen solltet, beginne ich mit dem Thema Belohnungen. Bei der Truhe des Osiris gibt es Bündnisbelohnungen, welche für alle Bündnismitglieder sind, Teilnehmerbelohnungen und individuelle Belohnungen für die Spieler, die bei der Truhe des Osiris teilgenommen haben. Alle Belohnungen, also sowohl Bündnisbelohnungen, Teilnehmerbelohnungen und individuelle Belohnungen, fallen unterschiedlich aus, je nachdem, ob euer Team das Match gewinnt oder verliert. Wie bereits erwähnt, sind die Belohnungen für das Goldschlachtfeld etwas besser als für das Silberschlachtfeld. Falls ihr in einem sehr großen und aktiven Königreich seid und daher beim Silberschlachtfeld teilnehmt, lohnt es sich aus meiner Sicht dennoch an der Truhe des Osiris teilzunehmen. Ziel ist es natürlich, alle 2 Wochen die 10 legendären Kommandantenskulpturen und 2000 Gems durch eine gute Leistung und einen Sieg bei der Truhe des Osiris zu bekommen. Der eigentliche Grund, warum ich persönlich den Modus gerne spiele, ist jedoch der Nervenkitzel bei engen Partien, die Freude über einen knappen und verdienten Sieg oder auch nach einer Niederlage die Motivation zu finden, individuell und als Team noch besser zu werden. Was für Emotionen dabei entstehen können, wenn man als Team einen übermächtigen Gegner besiegt, möchte ich euch gerne mit einem kleinen Ausschnitt aus einer Partie zeigen, die AppGaming auf seinem Channel veröffentlicht hat. Den Link zu dem gesamten Video findet ihr auch in der Videobeschreibung. Schaut euch daher unbedingt nochmal das gesamte Video von Marcel an, um besser nachzuvollziehen, warum der Sieg so belohnend gewesen ist für uns. Bevor ich das Video abspiele, möchte ich nochmal ein wenig Kontext zu dem Match geben. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Osiris-Match der damaligen Akademie APP1 von 1776. Dort habe ich vor 2 Jahren meine ersten Osiris-Matches geplant und geleitet. Bei diesem Spiel habe ich zum Beispiel die linke bzw. obere Seite angeführt. Wie ihr sehen könnt, geht die Partie noch 9,5 Minuten.
In einer Minute erscheint die vierte bzw. letzte Truhe, welche 4500 Punkte wert ist. Wir liegen aktuell mit etwas mehr als 2000 Punkten hinten, haben die Kontrolle über den Großteil der Gebäude verloren und brauchen daher die Truhe, um das Spiel zu gewinnen. Ob uns das gelingt, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Der Kampf in der Mitte beginnt aus heutiger Sicht sehr unkoordiniert, aber man darf eben nicht vergessen, dass wir alle damals noch Anfänger gewesen sind. Wie ihr sehen könnt, sind unsere Märsche nicht zusammen, greifen keine gemeinsamen Ziele an und auch so stehen sehr viele Spieler AFK herum. Die Gegner nutzen die Fähigkeit Kriegstrommeln, um den Angriff ihrer Truppen zu erhöhen. Diese Fähigkeit erkennt man an den roten Kreisen. Dennoch gelingt es uns, einige der gegnerischen Märsche zu besiegen und uns eine gute Position beim Tempel des Osiris zu erkämpfen. Daylin gelingt es als erster, die Truhe des Osiris aufzusammeln und wir nutzen die Fähigkeit Sturmangriff, um den Ark so schnell wie möglich, so weit wie möglich in unsere Hefte zu bringen. Außerdem haben die Gegner in der Zwischenzeit die Fähigkeit Mystische Formation genutzt, welche die Verteidigung der Truppen erhöht. Erkennen könnt ihr dies an den blauen Kreisen. Da Daylin erst recht spät angegriffen wird, gelingt uns der Breakaway. Nichtsdestotrotz wird Daylin sein Speedmarsch von den Gegnern besiegt und die Truhe fällt. Während ein Teil unserer Märsche mit der Truhe mitgelaufen sind, wurden in der Zwischenzeit der Großteil unserer Truppen am Tempel besiegt. Die gegnerischen Märsche laufen nun zur Truhe des Osiris und erreichen diese, wie ihr nach dem Cut sehen könnt. Mir gelingt es dabei, die Truhe aufzusammeln und wir nutzen eine weitere Fähigkeit namens Versinken, um das Marschtempo und die Verteidigung unserer Gegner in der Zone zu verringern. Einigen Gegnern fällt nun auf, dass mein Alex die Truhe besitzt und greifen ihn daher an. Wir nutzen nun im Anschluss die Fähigkeit Mystische Formation, um die Verteidigung unserer Truppen zu erhöhen. Ziel ist es, die Gegner so lang wie möglich abzulenken, während ich mit dem Ark zum Kriegsschrein laufe. Mein Alex wird weiterhin angegriffen und kann den Angriffen nicht mehr standhalten. Die Truhe des Osiris fällt, doch unsere Verstärkung trifft nach und nach ein. Die Stelle, an dem die Truhe des Osiris nun liegt, ist äußerst gefährlich, da die Verstärkung vom oberen blauen Team einen recht kurzen Weg zur Truhe hat. Andy gelingt es mit seinem Richard, die Truhe aufzusammeln und läuft weiterhin zum Kriegsschrein. Auch wenn Richard nicht der Schnellste auf dem Schlachtfeld ist, kann er etwas Strecke gut machen, ehe auch er unter den Angriffen der Gegner schmilzt. Die Truhe fällt ein weiteres Mal und mein Speedmarsch versucht anschließend den Ark aufzusammeln, wird jedoch dabei besiegt. Wie ihr sehen könnt, ist es uns immer noch nicht gelungen, alle blauen Märsche in der Nähe der Truhe zu besiegen. Wienbock gelingt es mit seinem Minamoto, die Truhe einzusammeln und läuft weiter in Richtung Kriegsschrein. Wenn es ihm gelingt, die Truhe abzugeben, gewinnen wir das Spiel. Kurz vor dem Kriegsschrein wird der Marsch von Wienbock jedoch besiegt und die Truhe liegt wieder auf dem Schlachtfeld. Wir aktivieren die Fähigkeit Kriegstrommeln, welche den Angriff unserer Bündnistruppen erhöht, mit dem Ziel, die restlichen blauen Märsche zu besiegen. In der Zwischenzeit ist es einem Gegner gelungen, die Truhe aufzusammeln und konnte diese ein wenig vom Kriegsschrein entfernen. Nachdem der gegnerische Marsch mit der Truhe besiegt wurde, gelingt es Team Blau ein weiteres Mal, die Truhe als erste aufzusammeln. Die Truhe entfernt sich immer mehr vom Kriegsschrein und uns bleibt nicht mehr viel Zeit, um die Truhe abzugeben. Wieder einmal gelingt es uns, den gegnerischen Marsch zu besiegen. Dieses Mal ist es Rommel, der mit seinem Minamoto den Ark aufsammelt und ihn Richtung Kriegsschrein bewegt. Er bleibt zuerst unbemerkt, doch wird nach kurzer Zeit von den Gegnern angegriffen und besiegt. Eine Minute vor Schluss haben die Gegner den Großteil der Karte eingenommen und 2400 Punkte Vorsprung. Daylin gelingt es zwar, die Truhe aufzusammeln, realisiert es jedoch bei diesem Chaos nicht und so fällt sein Marsch und die Truhe mit ihm an derselben Stelle, wo er sie eben noch aufgesammelt hatte. Es bleiben nur noch 30 Sekunden, um das Spiel durch die Abgabe der Truhe für uns zu entscheiden. Und mir gelingt es, mit meinem Alex die Truhe aufzusammeln. Ab hier überlasse ich jedoch das Commentary dem guten Marcel und dem Mitte-Team vom APP1 und gebe dann am Ende noch ein kleines Fazit zu diesem Spiel. Die bewegt sich immer noch nicht. Doch, jetzt nach rechts. Doch, die bewegt sich. Bewegt sich. Lauf. Bitte. Lauf. Bitte. Ja. Ich hab Weiße. Ah, ja! 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 Jawohl, Junge! Jawohl! Schlag, Junge! Schlag, Gegentippe! Jawohl! Jawohl! Jawohl, Mann! Alter! Wie geil ist das denn, Junge?
Junge! Geil, Alter! Stark! Alter, APP! Junge! Komplett ausgenommen! Komplett rasiert, ey! Wer braucht T5-Spieler? Ja, das Fazit von diesem Spiel sollte sein, sucht euch ein Team mit netten Leuten und fangt an, Osiris zu spielen. Vielleicht werdet auch ihr so ein Match erleben dürfen, bei dem ihr einen knappen Sieg euch erkämpfen könnt, wie wir damals in APP1. Holt euch die Gems und die goldenen Kommandantenskulpturen und habt einfach Spaß an Rise of Kingdoms. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video aus meiner Osiris-Videoreihe zu verpassen. Und gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder heißt.